Hallo und willkommen bei Zukunft Erde. 45 Millionen Autos fahren gerade durch Deutschland, also nicht gleichzeitig und jetzt in diesem Moment, aber so viele stehen dann irgendwo rum zumindest. 45 Millionen und da fragt man sich natürlich, wo sollten diese Autos mal elektrisch fahren? Und da wollen wir ja hin in der Zukunft, in naher Zukunft. Wo soll da der Strom herkommen? Ja, da hat Herr Kurt Ziegel, den wir jetzt gleich hier vor der Kamera haben, hat ein paar sehr gute Antworten drauf, weil da natürlich große Bedenken herrschen. Wo soll man denn den Strom herkriegen? Das ist ja wahnsinnig viel mehr Strom, den wir da brauchen werden. Nun, sagt er, es wird also wahrscheinlich auch nicht 45 Millionen Elektroautos geben, weil in Zukunft wird der Straßenverkehr ganz anders gesteuert sein. Unsere Mobilität wird sich ganz anders darstellen. Auch heute schon muss man einfach mal sehen, von den 45 Millionen Autos sind 11 Millionen, glaube ich, habe ich so die Zahl im Kopf. Zweitwagen, die werden so gut wie selten bewegt und wenn dann 27 Kilometer, glaube ich, so ist der Durchschnitt am Tag. Das ist natürlich sinnloses Zeug, was wir da gerade machen. Und da sind wir schon bei der Zukunft und die wird uns Kurt Ziegel jetzt erklären. Elektromobilität, ein heißes Thema an allen Stammtischen. In der Firma, zu Hause, kaum kommt ein Artikel in der Presse, wird heiß darüber diskutiert und wir als Bundesverband kriegen das ja jeden Tag live mit. Hier möchten wir jetzt mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die definitiv nicht zu halten sind. Und eine der beliebtesten Fragen derzeit ist ja, woher kommt der Strom für diese 45 Millionen Elektroautos, die wir irgendwann mal in Deutschland fahren haben werden? 45 Millionen Fahrzeuge sind derzeit auf Deutschlands Straßen unterwegs. Wir mahnen dazu einen pragmatischen Ansatz. Es gibt mal eine ganz wichtige Feststellung zu machen, nämlich, dass in Deutschland von diesen 45 Millionen Fahrzeugen 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge sind, die im Durchschnitt pro Tag 27,5 Kilometer fahren. Damit ist auch irgendwo das Reichweitenproblem schon mal als erstes unter den Tisch. Trotzdem, 45 Millionen Autos fahren morgen mit Strom. Was dann? Deutschlands Stromnetz bricht zusammen. Das ist die allgemeine Theorie. Auch die kann widerlegt werden und inzwischen sind sich sämtliche deutsche Energieversorger darüber einig, dass selbst das kein Problem wäre, wenn das denn so passieren würde, was es ja definitiv nicht tut. Letztes Jahr gab es in Deutschland einen Stromüberschuss von ca. 20%. Der Strompreis an der Börse liegt extrem niedrig und es gab Zeiten, auch in diesem Jahr wieder, wo wir Strom aus Erneuerbaren in unsere Nachbarländer abgegeben haben und denen dafür noch Geld gegeben haben. Das ist die Realität. Jetzt kommt natürlich schon die Frage, wie macht man das in einer Straße, wenn plötzlich alle 8 Nachbarn sich morgen ein Elektrofahrzeug anschaffen. Auch das ist für die Energieversorger kein Problem, weil wenn man das mal realistisch betrachtet, dürften sie ab morgen nicht mehr gleichzeitig den Föhn in die Hand nehmen und auch nicht mehr gleichzeitig die Waschmaschine einschalten. Wir sind definitiv in der Lage, das zu lösen, zumal man zu Hause, wenn man lädt, nicht schnell lädt, sondern mit ganz geringen Dosen. Wenn Sie nämlich 10 Stunden zu Hause sind, reichen maximal 4,7 Kilowattstunden. Und wenn man das mal hochrechnet auf 8 Stunden, dann sind es rund 45 Kilowattstunden. Das bringen Sie in die meisten Elektrofahrzeuge gar nicht rein. Realistisch sind da eher irgendwo 25 bis 30 Kilowattstunden. Ausnahme ganz große Fahrzeuge. Aber die lädt man natürlich auch gerne an den Superchargern entlang der Autobahn. 80% der Ladevorgänge werden übrigens zu Hause stattfinden. So zeigen das alle Feldversuche weltweit. Es gilt aber trotzdem eines zu berücksichtigen, nämlich diese Energiewende mit dieser Mobilitätswende ganz eng zu verbandeln. Ich sage auch gern dazu verheiraten. Denn nur miteinander macht die ganze Chose am Schluss Sinn. Das heißt also, wir müssen jetzt sicherstellen, dass parallel zum Wachstum der Elektroautos ein Zubau an Erneuerbaren passiert. Der passiert ja auch extrem stark, speziell in Deutschland, auch in Teilen Europas. Aber es ist sicherzustellen, dass dort nicht aufgehört wird. Und das, was die Regierung in den letzten 4 Jahren gemacht hat, war ein Rückschritt und kein Fortschritt. Das muss in der neuen Legislaturperiode eindeutig verändert werden. Weil der Hochlauf der Elektrofahrzeuge beginnt jetzt. Und parallel muss der Ausbau der Erneuerbaren passieren. Aber vielleicht noch eine Zahl, um das Ganze etwas
verständlicher zu machen. Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Das sind nicht nur rein elektrische, das sind auch Plug-in-Hybride und Range Extender mit included. Diese eine Million Elektrofahrzeuge hätte einen Strommehrverbrauch von ungefähr 0,1% zur Folge. Wenn man es also jetzt auf 40 bis 45 Millionen Fahrzeuge hochrechnet, dann wären es in etwa 5, sagen wir mal im schlechtesten Falle, Worst Case, 7-8% mehr Stromverbrauch. Aber auch die werden so nicht stattfinden, denn die Akkus werden effizienter und selbst die Elektromotoren werden effizienter. Braucht ein Renault Zoe derzeit noch im Durchschnitt etwa 15 Kilowattstunden Strom, so ist der neue Hyundai Ioniq schon mit 12 Kilowattstunden unterwegs. Und selbst ein Tesla fährt man in der Regel im Durchschnitt mit 20 bis 23 Kilowattstunden mit jede Menge Verbesserungspotenzial noch nach unten. Dazu kommt, dass es möglich ist, technisch intelligent zu laden. Ich nehme jetzt einfach mal eine Wohngemeinschaft. Am Abend kommt zwischen 6 und 20 Uhr der eine, der nächste, der übernächste Bewohner nach Hause, fährt in die Tiefgarage und will sein Auto laden. Der um 18 Uhr kommt, lädt schon. Und je nachdem, was er braucht, braucht er eine Stunde, zwei oder drei. Wenn der nächste kommt, weiß das intelligente System, lass den doch ein bisschen laden, du nimmst jetzt etwas weniger, du gehst eh erst morgen in der Früh um 6 wieder aus dem Haus. Wir haben Zeit. Wir verteilen das, wie wir es brauchen. Wer braucht überhaupt mehr? Da gibt es die Hausfrau, die diese 27,5 Kilometer fährt. Da gibt es aber vielleicht auch den Pendler, der am Tag 100 Kilometer fährt. Das alles kann das System rechnen. Da muss der Mensch nicht mehr einwirken. Es gibt ein neues Startup in meiner Heimat Ingolstadt, das nennt sich X-Charge. Die haben eine Box entwickelt, wo sie noch nicht mal schon vorgerüstet haben müssen in der Tiefgarage, sondern wo sie auch einfach die Box reinstellen und sich 4, 6, 8 Fahrzeuge anschließen können. Und die Box rechnet intelligent, wie laden, wann, wo und mit wie viel Leistung zu funktionieren hat. Im größeren Stil brauchen wir mehr Transformatoren in bestimmten Vierteln. Wir brauchen größere Transformatoren in bestimmten Ecken. Alles das haben die Energieversorger definitiv im Griff und können da locker mitwachsen mit dem, was passiert. Wir diskutieren in Deutschland immer sehr, sehr gerne von 0 auf 100%. Derzeit haben wir noch nicht mal 1% Elektrofahrzeuge und wir sollten uns auf das sukzessive Wachstum konzentrieren und nicht unbedingt auf das Endziel, nämlich 45 Millionen Fahrzeuge elektrisch zu haben. Das ist die eine Geschichte. Darum bewegt sich aber auch viel mehr. Wenn man jetzt Neubauten macht oder wenn man Altbauten sich ansieht, wäre es jetzt an der Zeit, Neubauten zu verpflichten, die Leerrohre für die Zukunft für Elektromobilität und die Trafokästen entsprechend vorzubereiten. Man muss noch nicht mal die Kabel einziehen. Es reichen die Leerrohre. Die Kabel einziehen ist ein Klacks, den Transformator draufzustellen, eine einfache Geschichte. Alles das muss man aber jetzt auch rechtlich fixieren. Das ist in den letzten 5 Jahren definitiv nicht passiert, obwohl es eines der obersten Aufgaben gewesen wäre, der nationalen Plattform Elektromobilität, das zu tun. Man hat es nicht gemacht. Es ist jetzt Nachholbedarf, diese Gesetze nachzufassen und neu zu installieren. Noch schwieriger wird es bei Altbeständen, aber wie gesagt, auch dafür gibt es Lösungen mit sogenannten Chargeboxen. Wenn Sie nämlich jetzt derzeit der Erste sind in einem Altbau von 6 Eigentümern oder Mietern, der sagt, ich komme jetzt mit dem Elektroauto und ich will eine Wallbox, sprich eine Steckdose haben, um mein Auto zu laden, werden Sie auf Granit beißen, wenn nur einer Ihrer Mitstreiter im Haus, Mitbewohner, Miteigner dagegen ist, ist das Thema vom Tisch und Sie haben keine Chance, es durchzubringen. Wir fordern hiermit wieder einmal die neue Regierung auf, sich dem endlich anzunehmen. Wir haben die Experten in unseren Mitgliedsreihen, egal ob das Mobility House ist oder wer auch immer, die können das. Jetzt brauchen wir die Gesetze und nicht in 4 Jahren, da ist es zu spät, weil dann kommen wir in die Bredouille. Und dieses Nachrüsten dann wird wesentlich teurer, als jetzt vorzubereiten und die Rahmenbedingungen zu schaffen. 4 Jahre haben wir eh schon definitiv verloren. Das bringt einen automatisch zum Thema Ladeinfrastruktur.
Und wie gesagt, Ladeinfrastruktur muss nicht Schnellladen sein in erster Linie, sondern ganz gemütliches, einfaches, langsames Laden zu Hause in der Nacht bis maximal 4,7 Kilowattstunden. In Städten, an Kaufhäusern, an Supermärkten und Gott sei Dank gibt es ja welche, die es jetzt vorleben und bereits tun. Ob das jetzt nun Lidl, Edeka oder Aldi ist, lassen wir ganz dahingestellt, sind definitiv 22 Kilowattstunden nicht die schlechteste Lösung. Allerdings können das jetzt im Moment nur oder zum größten Teil nur die ausländischen Fabrikate so hoch zu laden. In Deutschland ist man eher bei 6 bis 7 Kilowattstunden laden, was die Autos betrifft. Aber auch da spürt man, dass man dran arbeitet. Schnelles Laden, extrem schnelles Laden, Superchargen, brauchen wir an den Autobahnen und an den Schnellstraßen. Und da auch nur gezielt an bestimmten Punkten, aber da möglichst viele Ladepunkte, um schnell laden zu können. Die Autoindustrie ist in der Lage, 150 Kilowattstunden, wir hören von Porsche gerade, bis zu 380 Kilowattstunden zu laden. Also muss auch die Infrastruktur entsprechend aufgebaut werden. Es hat sich eine Allianz gebildet zwischen den Autoherstellern, um denen nachzukommen. Allein wir sehen es noch nicht. Es ist aber an der Zeit, denn wenn die ersten Autos kommen, übernächstes Jahr, dann muss das auch vorhanden sein. Ein e-tron-Kunde von Audi wird es sich nicht gefallen lassen, wenn er weiß, er könnte 380 Kilowattstunden laden und er kommt zu Tank und Rast und es stehen ihm nur 50 Kilowattstunden zur Verfügung. Er wird sich nicht gefallen lassen, dort 2 Stunden zu stehen und zu warten, bis dann sein Auto irgendwann mal voll ist. Ein Tesla schafft das schon heute in 20 Minuten bis 40 Minuten, wenn es mal ganz hoch kommt und man den Akku gänzlich leer gefahren hat, vielleicht mal eine Stunde, je nachdem, wie ausgelastet der Supercharger ist. Alles das sind massive Herausforderungen. Es geht um die Verbindung von Mobilitäts- und Energiewende. Einer alleine wird es nicht schaffen. Parallel zu gehen wird nicht reichen. Es gilt, miteinander zu sprechen, es miteinander zu tun, sich miteinander Gedanken zu machen, wie kriegen wir es wohin. Dazu braucht es Experimentierfelder. Dazu braucht es jetzt den Willen, tatsächlich miteinander zu reden und dann das Ganze auch umzusetzen, um in bestimmten Ecken zu zeigen, das funktioniert, das können wir übertragen und können wir auch wieder als Exportmodell am Schluss verwenden. Die ganze Welt schaut übrigens nach Deutschland und erwartet solche Lösungen von uns, denn systemtechnisch sind wir nach wie vor in Deutschland eine Macht. Nur wir dürfen das jetzt nicht verspielen. Es ist allerhöchste Eisenbahn, es zu tun. Apropos Eisenbahn, auch die Deutsche Bahn. Die Eisenbahn hat, ich glaube, fast 20 Jahre gebraucht, bis sie elektrifiziert war. Das ist hier nicht zu akzeptieren. Das muss schneller gehen und es muss effizienter sein. Die Energieversorger wissen das. Dezentrale Lösungen lassen es zu. Genossenschaften können ihren Teil dazu beitragen. Jeder auf seinen Weg, aber hinterlegt mit einem System. Was auch am Schluss die Abrechnung betrifft. Und da sieht es derzeit bei uns in Deutschland noch extrem schlecht aus. Es bilden zwar sich die ersten Allianzen, um mit einem Kartensystem durch Deutschland zu fahren und zu laden. Allerdings gibt es immer noch Elektrofahrzeuge und deren Halter, die durch Deutschland unterwegs sind mit 10, 15, 20, teilweise 30 Ladekarten. Und so werden wir nicht zum Ziel kommen, Elektromobilität zu manifestieren. Das muss funktionieren mit der klassischen Bankkarte. Ich halte die ran mit dem Handy. Mit dem Smartphone ganz simpel und einfach QR-Code drauf und das Ding muss laufen und es muss auch funktionieren. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass es das nicht tut. Berlin ist da ein absolutes Negativbeispiel. Es gibt aber auch andere Städte, die noch massiv zu arbeiten haben an dieser Systematik. Es gibt aber auch sehr viele positive Beispiele wie Stuttgart oder andere, wo es ganz gut funktioniert, aber wesentlich besser funktioniert es definitiv in unseren Nachbarländern, egal ob das Holland ist, ob das Österreich ist, ob das Dänemark ist, ob das Norwegen ist. Da funktioniert es ohne irgendein Problem und einfach gelöst. Auch daran ist zu arbeiten und zwar nicht in 4 Jahren anfangen, sondern jetzt. Deswegen haben wir der neuen Regierung angeboten, dieses Experimentierfeld bzw. diese Experimentierfelder auszurollen, es zu tun, es umzusetzen und zwar jetzt, ohne zu warten, effizient und schnell. Und effizient und schnell, das können wir
Bundesverband E-Mobilität, zusammen mit dem Bundesverband Solarmobilität, aber auch mit den bisher bestehenden Schaufenstern, die viel Praxiserfahrung auch gesammelt haben, die leider noch nicht so ausrollen konnten, wie sie es wirklich wollten. Das heißt also, zum Schluss Energie- und Mobilitätswende definitiv zu verheiraten, es miteinander wachsen zu lassen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Player da draußen Planungssicherheit bekommen, weil ansonsten hinterlegt mit rechtlicher Rahmenbedingung und mit finanzieller Unterstützung wird es kaum zu schaffen sein. Wir sind überzeugt, wir kriegen das hin.